Autos von uns ab. Schickt die Beben unsere Nachbarn. Lass Tod und Zerstörung uns entgehen. Bring Feuer und Flut lieber einem anderen. Hallo. Weg damit. Mich schreibt sowieso niemand an. So, willkommen zurück. Oh, große Kugel. Wo soll ich hin? Nach Süden. Nach Klammbrück hin. Natürlich. So, wir haben knapp 20 Uhr. Ich habe eine Stunde Zeit. Da muss ich Fußball gucken. EM. Das ist schon lustig. Das ist. Aber auch nur EM. Ich finde es gerade schade, dass Holland rausgeflogen ist. Zu dem Zeitpunkt jetzt. So, eigentlich habe ich keine Lust aufzunehmen, aber andererseits, vielleicht kommt es ja gleich wieder. Das sind nur zwischen dem Filter von dem Mikro hier und meinem Headset-Mikro sind nur 2 cm Platz, deswegen hört ihr das manchmal schaben. Magie! Faszinationen, um eure Vorstellungskraft selbst zu bezaubern. Das ist Magie, ich sag Knorr. Ich biete euch nichts Vorverdautes. Kuratierte magische Empfindungen für Bewohner sämtlicher Nationen. Für lediglich ein Minimum an monetärer Entrichtung. Eine Münze und ich komme eurem Wunsch freudig nach. Was fängt eure Seele ein? Durch die Augen eines anderen Zeuge dieses Lebens zu sein? Ja, zwischen den Wolken zu fliegen, stolz und frei? Jene zu sehen, die in Leichentücher gehüllt sind? Also, wir waren ja zuletzt in der Luft, also würde ich sagen, ich bin jetzt neugierig darauf, Zeuge eines anderen Lebens zu sein. Ich schenke euch die Gabe eines kurzzeitigen Antlitzes, mit dem ihr die Welt aus der krummen Haltung eines anderen erfahren mögt. Es ist schade, dies sagen zu müssen, aber mein Werk ist vollendet. Bittet mich um ein anderes, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Er hat mich in einen Goblin verwandelt. Oder einen Affen vielleicht sogar. Achso, falsche Taste. Toll, das hält sogar noch 9 Minuten. Ich soll 9 Minuten hier in dieser Affenform rumrennen. Lol. Ah, dann ist ja nichts. Lümmelt im Moos. Das passt. Die Außenseiter entfesseln einen Fluch in einem heiligen Schrein. Seid mir gegrüßt, Trockenhaut. Ich bin mir nicht sicher, wohin eure Füße euch tragen. Doch falls es zu dem Schrein ein Stück die Straße hinunter ist, so würde ich vorschlagen, dass ihr euch das noch einmal überlegt. Nisvo Somarz hatte für einen Tag schon mehr als genug Scherereien mit Außenseitern. Welche Art von Fluch sprecht ihr? Nun, ich kenne die Einzelheiten nicht, doch ich habe gehört, eine reisende Forscherin und ihr Leibdiener sollen etwas Schreckliches in der örtlichen Xanmeer angestellt haben. Sie haben einen Fluch entfesselt, soweit ich gehört habe. Nun will die hohe Priesterin Nisvo Somarz, dass diese Frau die Sache wieder in Ordnung bringt. Hat diese Frau auch einen Namen? Sie nennt sich Fürstin Clarice Laurent. No. Und der Name ihres Leibdieners ist Dibbons. Doch man munkelt, er sei in keiner guten Verfassung. Wenn sie tatsächlich den Fluch brechen will, wird sie Hilfe brauchen.
Aber niemand ist bereit, in ihre Nähe zu gehen, solange der Fluch die Xanmeer heimsucht. Ja, geh ich mal hin, ne? Ihr müsst mehr Zeit zur Verfügung haben als ich. Außerdem ist es richtig tapfer von euch, einem uralten argonischen Fluch entgegenzutreten. Nun, wenn ihr dieser Fürstin Laurent wirklich helfen wollt, so findet ihr sie in der Nähe des Schreins. Der ist nicht allzu weit weg. Könnt ihr mir noch was über den Fluch erzählen? Was gibt es da zu sagen? Argonische Flüche sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Insbesondere Flüche, die mit den uralten Xanmeer in Verbindung stehen. Sobald ich davon hörte, verließ ich mit aller gebotenen Eile die Gegend. Und der Schrein? Nisvo Somaz steht dem Klammbrück-Schrein vor. Der Ort ist Sithis geweiht und zieht Argonia von nah und fern an. Aus irgendwelchen Gründen auch Außenseiter. Vielleicht liegt es an der Xanmeer. Ganz in der Nähe des Schreins steht eine dieser steinernen Monstrositäten. Xanmeer. Ihr wisst schon, diese großen Steinpyramiden, die sich aus dem Sumpf von Schwarzmarsch erheben. Unsere fehlgeleiteten Ahnen erbauten sie aus irgendwelchen Gründen. Die bei Klammbrück war stets ein Kuriosum und konnte verhältnismäßig sicher erforscht werden. Bis zum Fluch natürlich. Wie komme ich dahin? Folgt einfach weiter der Straße. Wenn ihr die Xanmeer seht, seid ihr in die richtige Richtung unterwegs. Und irgendwann hört ihr Fürstin Laurent. Sie ist ziemlich laut, selbst für die Verhältnisse von Trockenhäuten. Okay, gehen wir zum Arzt. Deine Texturen sehen nicht sehr schön aus hier. Ah, gut. Boah. Das Essen war echt cool heute, aber es macht einen noch verdammt müde. Die Klaue, die die Jubgalle verschüttet, muss sie auch wieder aufwischen, Trockenhaut. Merkt euch diese Worte und nehmt euch dieser Sache an. Rätsel! Im Ernst? Nicht hilfreich, Priesterin. Gar nicht hilfreich. Ihr da? Kann man euch anheuern? Was sag ich denn da? Natürlich kann man das. Seht euch nur an. Ihr habt den verzweifelten Ausdruck eines Söldners und den Gang eines Abenteurers. Ich bedauere zutiefst, dass mein Leibdiener mich in diesen kaum zu beherrschenden Schlamassel gebracht hat. Wieder einmal! Von was für einem Durcheinander sprechen wir? Ach, die Sorte, mit der sich mein Leibdiener Stibbons besonders gut auskennt. Das versichere ich euch. Ich untersuchte gerade die örtliche Xanmeer und ging davon aus, Stibbons würde sich zumindest als ein bisschen hilfreich erweisen. Stattdessen hat es der ungeschickte Tölpel geschafft, ein uraltes argonisches Relikt zu zerbrechen. Aha, und welches? Die Sorte, die mit einem schrecklichen Fluch einhergeht und sämtliche Einheimischen auf die Palme bringt. Nisvo Somaz ist sehr zornig auf mich. Sie besteht darauf, dass ich in die Xanmeer zurückkehre und die Sache in Ordnung bringe. Und Stibbons ist überhaupt keine Hilfe. Nicht in seinem derzeitigen Zustand. Werdet ihr mir helfen? Ja klar, warum? Oder nee, ja warum und wie? Das Brechen von Flüchen ist kein leichtes Unterfangen. Und angesichts Stibbons derzeitiger Verfassung, nun, ihr solltet es euch selbst ansehen. Die Priesterin hat uns freundlicherweise eine Hütte zur Verfügung gestellt, in der ich die Ergebnisse des jüngsten Debakels meines Leibdieners unterbringen kann. Dort können wir anfangen. Könnt ihr mir nicht einfach sagen, was mit Stibbons geschehen ist? Ich finde kaum Worte, die dem gerecht werden. Die Hütte ist nicht weit. Trefft mich dort und dann könnt ihr selbst sehen, in welchen Schlamassel sich mein Leibdiener diesmal gebracht hat. Warum habt ihr euch diesmal überhaupt die alten Xanmeer erkundet? Als Abenteurerin und Schatzsucherin sind solche uralten Bauwerke mein Brot- und Buttergeschäft. Diese argonischen Pyramiden sind historische Kuriositäten. Ein Ausblick auf lang Vergangenes. Allen Berichten zufolge hätte dieser Ort sicher und unversehrt sein sollen. Oh. Und das war wichtig. Aber auf jeden Fall. Sicher heißt wenige Gefahren, mit denen man sich herumschlagen muss. Und unversehrt? Nun, unversehrte uralte Bauwerke beherbergen oft die bemerkenswerten Schätze.
Das war der perfekte Ort zum Erkunden. Bevor mein Leibdiener mal wieder alles versaut hat. Boah, die hat aber einen Hasskick auf ihn. Oh, yeah. Gott. Gehen wir zur Hütte in Klammbrück. Das nehme ich mit. Noch heute Morgen musste ich mich nur um einen einzigen Stibbons kümmern. Oh, geh mal weg. Das ist einfach nur geil. Ja, ich wusste, ich werde irgendwann mal richtig berühmt und... Ja, naja. Ja, das ist cool. Merkt ihr, womit ich mich herumschlagen muss? Wie soll ich denn in die Xanmeer zurückkehren, um die Dinge in Ordnung zu bringen, wenn ich alle Hände voll zu tun habe, diese Stibbonse im Zaum zu halten? Sind das alles Stibbonse? Nein, das wäre lächerlich. Mein Stibbons, der wahre Stibbons, lungert immer noch in der Xanmeer herum. Da ließ ich ihn zurück, nachdem er diesen Fluch ausgelöst hat. Ich wollte Hilfe holen, doch eines dieser Duplikate ist mir zum Schrein gefolgt. Eines? Hier sind aber mehr als einer. Offensichtlich. Es kommen immer mehr aus der Xanmeer. Es ist wohl eine Art Nebenwirkung des Fluchs. Die Priesterin des Schreins besteht darauf, dass ein Außenseiter ihn ausgelöst hat. Daher muss auch ein Außenseiter ihn bannen. Jetzt müssen wir... Ach, Mist. Was ist denn nur? Es waren 7 Stibbonse, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Doch jetzt sind es nur noch 6. Eines der Duplikate ist verschwunden. Sie spuren genauso schlecht wie der echte Stibbons. Zieht ihr los und bringt das Duplikat hierher zurück? Ich werde versuchen, den Rest im Zaum zu halten. Ja, klar. Dankenswerterweise fehlt diesen Duplikaten sogar Stibbons lächerliches Maß an Antrieb und Koordination. Sie können eigentlich nicht weit gekommen sein. Sobald ihr eines findet, müsst ihr es dazu bringen, wieder zurückzukehren. Erwähnt meinen Namen. Sie scheinen irgendwie von mir angezogen zu werden. Fragen zu diesen Stibbons-Duplikaten. Haben wir das nicht alle? Ich werde euch sagen, was ich kann, doch viele der Geschehnisse geben auch mir Rätsel auf. Wahrscheinlich, weil ich noch keinen Nachmittagstee hatte. Doofer Leibdiener. Was genau sind die Duplikate? Ich bin mir nur sicher, was sie nicht sind. Es sind keine Illusionen und es sind auch keine exakten Kopien von Stibbons. Sie könnten eine Art Konstrukt sein. Sie essen, trinken und schlafen nicht. Aber ein Konstrukt von Stibbons? Und dann auch noch so eine schlechte Kopie. Wozu das denn? Was wollen die Duplikate? Ich habe keinerlei Einblick in den Verstand dieser Dinger. Das Einzige, an dem sie halbwegs interessiert zu sein scheinen, bin wohl ich? Und nein, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Nun schwebt der echte Simmons irgendwie in Gefahr. Bitte. Ich bin mir sicher, Stibbons spaziert irgendwo in der Xanmeer herum, ohne auch nur zu ahnen, was hier los ist. Dem ist jede Ausrede recht, um sich vor der Arbeit zu drücken. Er ist zweifelsohne der faulste und ärgerlichste Leibdiener ganz Tamriels. Okay, wie viele Duplikate gibt's? Bisher sind es die 6, die ihr hier seht, und das eine, das ihr für mich aufspüren müsst. Jedes von ihnen kam nach einer gewissen Zeit aus der Xanmeer. Ich gehe davon aus, dass noch mehr erscheinen, wenn wir nichts tun. Doch glaubt mir eines, 1 Stibbons ist mehr als genug. Was für ein Chaos. Dies dauert ewig. Oh, hier? Jetzt auf einmal da. Das ist irgendwie so ein Gelippe-Zeug, das hier rumfliegt. Das was damit zu tun haben? Möglich. Ja. Laurent! Muss
Was stimmt mit euch nicht? Muss Meister finden. Meister? Wer ist euer Meister? Meister muss frei sein. Oh, es ist geplatzt. Ugh. Na eh. Flatsch, okay. Es ist geplatzt. Verzieht euch, Lump! Sieht ganz schön viel aus, das kleine Viech. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Na schön, ihr Stibonse! Achtung! Ja, Laurent! Ach, Clarisse, welche Strapazen ihr erdulden müsst. Endlich! Ein Stibbons ist schon schlimm genug, aber ein ganzer Haufen von ihnen. Das ist ja, als würde man einen Sack Flöhe hüten müssen. Aber wo ist das Duplikat, das entwischt war? Habt ihr es gefunden? Nö, ich hab's gefunden, aber es zerplatzte in einem Schleimregen. Schleim? Das ergibt gar keinen Sinn. Seid ihr euch vollkommen sicher? Sei's drum. Ich habe genug von diesem Unsinn. Mir ist es gelungen, diese Duplikate einigermaßen in Zaum zu halten. Doch sie scheinen meine Befehle zu verweigern. Als ob irgendeine äußere Kraft sie in Aufregung versetzt hat. Bevor das Duplikate zerplatze, sagt er es etwas über einen Meister. Einen Meister? Neben mir als Herrin? Das schlägt dem fast den Boden aus. Welchen Fluch Stibbons auch auf sich geladen hat, was auch immer diese Duplikate sind und wer auch immer ihr Meister ist. Sie haben den Zorn von Fürstin Clarisse Laurent erregt. Macht schon, wir gehen. Wohin? Zurück in den Schrein. Nisvo Somarz weiß mehr hierüber, als sie zugibt. Sie mag nur in Rätsel und Sprichwörtern mit mir sprechen, aber vielleicht redet sie ja mit euch. Sie muss uns sagen, wie wir das richten können. Okay. Nur damit das klar ist, ihr müsst für mich mit der Priesterin sprechen. Sie ist ziemlich sauer auf mich und weigert sich, mir irgendetwas Wichtiges zu verraten. Wollen wir mal sehen, ob ihr mehr Glück habt als ich. Werden die Duplikate allein zurechtkommen? Denen passiert schon nichts. Wie viel Ärger können denn 6 Dämonse sich einbrocken? Solange sie nicht auch zu zerplatzen anfangen. Doch das ist ein Risiko, das ich einzugehen bereit bin. Nun kommt schon. Wenn wir den Fluch nicht brechen, wissen nur die Götter, mit wie viel mehr Duplikaten ich mich herumschlagen werden muss. Wir gehen. Stibbonse, bleibt hier. Verstanden? Bleibt. Ja, Laurent, Stibbo bleibt. Dass sie auch alle in Echo sprechen. Cool. So viel zu tun. Na, das ist ja wirklich ein Problem, was die haben. Ja, gut. Das Klonproblem. Mann, die Zeit vergeht aber echt schnell. Krass. Schaust nicht mal eine Minute. Hm. Jo. Ich rede nochmal mit dem Schon wieder zurück, Trockenhaut. Die Klaue, die Jubgalle. Spart euch die Plattitüden und sprecht mit meiner Begleitung. Sie mag mehr Haar als Schuppen haben, aber die Trockenhaut ist gerissen. Ihr habt unsere Bräuche nicht verletzt. Von daher unterliegen wir in Bezug auf euch auch keinen Einschränkungen. Wir können über die Xanmeer und den Fluch sprechen, der auf dem glanzköpfigen Schuppenlosen liegt. Erzähl mir mehr über die Xanmeer und den Fluch, der auf Stibbons liegt. Laut den Legenden soll ein Trockenhautzauberer vor langer Zeit die Xanmeer betreten haben, als meine Leute noch töricht genug waren, in so etwas zu leben. Er suchte einen Weg zur Unsterblichkeit. Doch er entfesselte nur finstere Magie, die in den Sumpf sickerte und beinahe alles Leben vernichtete. Die Schamanen der Region taten sich zusammen. Sie sperrten den Zauberer tief in der Xanmeer ein. Doch dann kamen diese Trockenhaut und ihr Sklave mit dem glänzenden Haupt. Sie haben das Siegel beschädigt. Und nun will der Zauberer es ganz brechen und entkommen. Was hat das denn mit Stibbons Duplikant zu tun? Der Glanzhäuptige ist der Gefangene des Zauberers.
Er dient als Vorlage für den Zauberer, damit dieser weitere Diener erschaffen kann. Diener, die alles tun werden, um das Siegel zu brechen. Interessanterweise scheint die langhaarige Trockenhaut sie aber von ihren Pflichten abzulenken. Wie können wir den Zauberer denn aufhalten und den Fluch beseitigen? Ihr und die langhaarige Trockenhaut müsst die Dinge richtigstellen. Ich weiß allerdings nicht wie, da wir an dem Ort aus Stein kein Interesse haben. Ihr und das Langhaar müsst das herausfinden. Geht schnell und wisset, dass Sitis uns alle irgendwann holen wird. Ganz gleich, ob ihr nun Erfolg habt oder nicht. Könnt ihr mir noch irgendwas über den Zauberer erzählen? Den Legenden nach soll der Zauberer aus einem fernen Land stammen. Er wühlte gern in Wurzeln, die man lieber ungestört lässt. Davon abgesehen haben wir unser Bestes gegeben, um ihn zu vergessen. Die Geheimnisse, nach denen er suchte, sind gefährlich. Sowohl für jene mit Schuppen, als auch für jene ohne. Was werde ich in der Xalmer finden? Solange das Siegel an Ort und Stelle war, war die Xalmer nur ein leerer Steinhaufen. Da ein Teil der Macht des Zauberers nun frei ist, befürchte ich, sein elender Einfluss wird diese Ehe dem leeren Hallen erneut verderben. Ich würde vorschlagen, ihr seid auf der Hut und bereit, euch zu verteidigen. Wenn Fürstin Nora und ich zur Krankenhaus gehen, wer achtet dann auf die Duplikate? Es gibt viele von ihnen, oder nicht? Sollen sich die Duplikate eine Weile allein durchschlagen, während ihr und die Langhaarige die Xanmer genauso wiederherstellen, wie sie vor ihrer Ankunft war. Soweit ich das gesehen habe, gehe ich davon aus, dass dort drin noch mehr Duplikate sind. Oh, noch mehr ein Duplikate? Zauberer! Das ist etwas, womit ich arbeiten kann. Ich treffe euch in der Xanmer. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir in die Xanmer. Danke fürs Zusehen.